Hallo Leute, wir verlassen das Double Tree hier in Jakarta und fliegen jetzt heute Abend nach Bali. Heute ist Großhochzeitstag, hier ist es nämlich Samstag in Jakarta. Das Hotel ist ausgebucht mit mindestens 5 Hochzeiten. Der Wahnsinn. Ist ein tolles Hotel, also solltet ihr mal in Jakarta sein, dann kann ich euch dieses Hotel wärmstens empfehlen. Also wenn ihr wissen wollt, was es für Zimmer gibt, dann guckt am besten mal unseren Blog an, einfach das i drücken. Dann könnt ihr unsere zwei Aufenthalte hier nochmal angucken. Ja, und ich hoffe, dass wir jetzt ein größeres Auto bekommen, um ja mit unserem ganzen Gepäck zum Flughafen zu kommen. Hallim ist übrigens unser Flughafen. Es ist nicht der übliche International Airport von Jakarta. Nein, Hallim ist der kleinere Flughafen, der aber auch von Batik Air und Lion Air angeflogen wird. Ja, mit Batik Air fliegen wir nämlich heute in der A320 Business Class nach Bali. Das sieht gut aus. Thank you so much. Enjoy Bali. Yes, Bali. Etwas stressig hier in Hallim, in der Departure Area, also da wird erstmal alles gescannt. Ich musste mein Haarspray vorzeigen, aber es ist gut, es ist kaum was los hier, was für ein Glück. Ich dachte, es wird hier Chaos herrschen wie in Bangkok im Dom Mueang, aber ist jetzt zum Glück nicht so. Ha, genau. Warum fliegen wir Business? Das Problem ist, wir haben so schwere Koffer und so viel Gepäck, dass wir nicht Economy fliegen können. Deswegen können wir schon, aber müssten wir drauf zahlen, weil in der Business Class zum Beispiel ist nur ein Gepäckstück pro Person erlaubt und das darf maximal 30 Kilo schwer sein. Ich bin gerade so dabei. Ach, wie cool. Indonesier sind so freundlich, unglaublich. Bei Buddy gibt es sogar eine Assistenz. Fast wie in der Lufthansa First Class. Es ist so warm hier. Ich habe jetzt so geschwitzt. Dominik schwitzt doch viel mehr als ich. Es ist über 35 Grad hier und wenn man in der Security steht, dann ist man noch mehr unter Stress und schwitzt man noch mehr. So ist es halt. Das ist jetzt hier die Batik Air Business Class Lounge. Ja, wie gesagt, ihr könnt es nicht vergleichen, wie ihr sie vielleicht in Europa kennt oder bei anderen Airlines. Aber Batik Air ist ja aber auch eine Billig-Airline, kann man so nennen, also eine Low-Cost-Airline. Aber es gibt tatsächlich, das werdet ihr nachher an Bord sehen, eine ordentliche Business Class an Bord des A320 und eine Kleinigkeit hier zu essen. Kuchen. Ah, und fettes Zeug. Da gibt es auch noch einen Kaffee. Indonesien ist ein muslimisches Land und es ist auch noch Ramadan aktuell. Deswegen wird man hier vergeblich nach Wein, Bier oder Champagner suchen. Ist auch kein Problem für uns. Wir sind ja vor einiger Zeit mit Malindo Air geflogen. Malindo Air gehört ebenfalls wie Batik Air zu der Lion Air Group. Es ist so ein Zusammenschluss von vielen asiatischen Airlines hier und
Ihr wisst ja leider, vor einiger Zeit ist eine Lion Air Maschine, aber es war ja die 737 MAX abgestürzt. Wir haben aber absolut kein Problem, wir fliegen ja nicht mit der 737 MAX, wir fliegen im A320. Deswegen ist Lion Air vielleicht bei euch deswegen in die Erinnerung, oder zumindest kennt ihr diese Airline aus den verschiedenen Nachrichten. Ja, aber sie ist in Europa nicht wirklich bekannt, weil sie jetzt tatsächlich nur eine Low-Cost-Airline hier im asiatischen Bereich ist. Und warum fliegen wir eigentlich Batik Air? Es ist ein ziemlich günstiger Flug von Jakarta nach Bali und Denpasar. Und es gibt eigentlich keine andere Airline, die das macht. Es gibt noch... Und wieso erzählst du da? Neulich im Video erzählt er noch Emirates an jedem Flughafen, ja, und jetzt? Ja, hier nicht. Wo ist deine Emirates-Maschine? Nee. In Düsseldorf? Und wo auch immer haben sie doch gesagt, ist keine, oder keine Ahnung, wo. Nach Denpasar fliegen sie, glaube ich, auch, aber die haben nicht den Fifth Freedom Flight von Jakarta nach Denpasar. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Er wieder. Es gibt noch Garuda Indonesia, die fliegen auch von Jakarta nach Denpasar, aber die sind entsprechend natürlich den Namen auch der 5-Sterne-Airline wesentlich teurer. Müssen wir auch nicht machen. Wir sind nämlich Garuda Indonesia geflogen in der Business Class. Von Seoul nach Jakarta. Es war mega geil. Aber könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Den Flugreport findet ihr auf dem i da oben. Ansonsten bin ich bis jetzt schon ziemlich zufrieden. Ich habe für diesen Flug jetzt hier gerade mal 90 Euro bezahlt für Business Class für 1 Stunde 50 Minuten. Was will man mehr? Also ist völlig in Ordnung. Offiziell ist ein 15 Minuten Abflug und man hat uns gesagt, wir werden von der Lounge abgeholt. Ich werde ein wenig unruhig. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie ihre Kunden hier nicht sitzen lassen. Haben wir jetzt aber Glück gehabt. Ich dachte schon, wir werden hier sitzen gelassen. Wir waren tatsächlich die Letzten hier an Bord. Das hat man absichtlich gemacht, man hat zuerst die Economy gebordet und jetzt macht man vor dem Start schon die Gardine zu. Das ist auch neu. Ja, aber die Business Class Kabine hier in einer 2-2 Bestuhlung ist eine richtige Business Class. Ziemlich cool bei Batik Airlines oder Batik Air und in 3 Reihen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon erzählt habe. Also Batik Air gehört zur Lion Air Group. Das ist eine größere Gruppe. Oh, habe ich schon erzählt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Aber ich will mich ja nicht wiederholen. Also wisst ihr Bescheid. Die Sitze erinnern mich so ein bisschen an die von Malindo. Die sind ähnlich aufgebaut. Ich habe hier einen kleinen Tisch, der nicht rausgeht. Das hat er damals schon probiert und schon wieder vergessen. Weil der Tisch da ist. Da ist der Tisch. Machen wir nachher. Und Dominik, hält mir jetzt kurz die Kamera, dann zeige ich euch, wie weit man die Rückenlehne zurückmachen kann. Auch geht. Es gibt aber keine Fußstützen. Es gibt lediglich die Rückenlehne und eine Kopfstütze, die man ausfahren und einklappen kann. 440 Sitze in der A330-300, davon 440 Economy-Sitze. Kann man machen, muss man nicht. Keine Business? Nein. Okay. Sesuai dengan peraturan keselamatan. Ladies and gentlemen, as we're making our...
Once again, this is a non-smoking flight. Smoking in the lavatory will activate the smoke detector. Okay, die ist ein wenig eng, die Toilette. Eigentlich ist es ja Dominiks Part, die Toilette aufzusuchen und zu filmen, aber heute hat er nicht so Lust zu. Gut, dann zeige ich sie euch. Es gibt eigentlich nichts hier außer Seife und Tücher, muss aber auch nicht. Es gibt eine Rose. Natürlich nicht echt, aber es duftet hier trotzdem nett nach Rosen, weil es hier irgendwo einen Duftspender gibt. Ich kann ihn aber nicht orten. Leider gibt es hier kein USB, einen USB-Charger zum Laden des Handys und auch keine Steckdose. Das ist schon ein relativ moderner Sitz, aber man hat die Steckdosen sind einfach zugeblombt. Genauso wie den Monitor vor mir, der ist auch zugeblombt. Da wäre mal einer vorgesehen, hat man aber nicht eingebaut. Für den tollen Flug, den Kostenflug. Und ja, wir sind auf Bali. Wow. Das hier ist Blatter. Ja, wie gesagt, angekommen auf Bali. Und ich muss sagen, Batik Air ist tatsächlich eine Empfehlung jetzt von uns. Es ist eine Low-Cost-Airline und es gab leckeres Essen an Bord. Es gab Priority-Boarding, es gab Priority-Aussteigen. Also es gab einen extra Business-Class-Bus beim Einsteigen und beim Aussteigen. Und ich habe schon gesehen, unsere Koffer wurden als erstes aus dem Flugzeug geladen. Ich habe sie schon aus der Entfernung gesehen, werden wahrscheinlich auch als erstes bekommen. Irgendwie besser geht sowas überhaupt nicht. Also ich denke, da können sich so manche europäischen Airlines mal wieder eine Scheibe von abschneiden. Ja, für den kurzen Flug, für das alles, was jetzt geboten wurde, super. Wir haben uns nämlich einen Transfer gebucht für 28 US-Dollar. Ist vielleicht teurer als ein Taxi, aber Dominik kann euch nachher mal erzählen, was er gelesen hat über die Grab Cars hier. Besser geht's nicht, oder?
Genau, denn Grab bestellen kann man zwar machen, dann steht man da und die wollen auf einmal mehr Geld haben und dann stornieren sie es. Das haben jetzt wohl einige so in den TripAdvisor-Foren geschrieben. Deswegen habe ich gesagt, wir kommen mit so viel Gepäck an, lass uns das jetzt mit dem Transfer buchen. Dann haben wir sicher auch ein Auto, was groß genug ist. Und ja. Good evening, welcome to Konrad Bali, Mr. Stephen. Ready until the midnight. Thank you. Mein Gott, es ist ein mega freundlicher Empfang hier und wir mussten uns erstmal eine Map geben lassen, weil das Konrad Resort hier auf Bali so riesig ist. Ja, jetzt freue ich mich auf die Suite. Wir haben nämlich eine Suite bekommen, eine Ocean View Suite. Up to you, please. Okay, thank you. Oh, wow. Wow. mit dem gleichen Bild. Wow, mit einem anderen Bild. Welcome. Das nenne ich doch mal ein richtiges Welcome. Wow, mit Süßigkeiten. Das ist richtig cool, oder? Was sagt ihr? Wow. Das ist die Ocean Suite. Eine größere Suite hier mit Blick natürlich aufs Meer. Mit mehreren Zimmern. Da ist das Schlafzimmer reingekommen, sind wir ins Wohnzimmer. Und dann gucken wir mal schnell raus. Mit Blick auf den Pool, der noch offen ist, der schließt aber um 10 und könnt ihr ja sehen, der ist riesig, geht da hinten rum unter die Brücken und dann kann man da nochmal rum schwimmen und kommt dann wieder raus. Krass. If you open the balcony door, the air conditioning will turn off automatically. Okay. Oh wow. Jetzt heißt es schnell Koffer zurecht machen. Und es ist uns aufgefallen, dass wir am Flughafen in Jakarta so einen komischen Aufkleber hier bekommen haben, so Security-Aufkleber. Die sind furchtbar schlecht abzubekommen. Die kleben sogar an den Fingern und die gehen nicht ab. Also wer denkt sich sowas aus? Was machst du da? Ich nehme die kleinen Früchte mit raus. Er bedient sich schon. Jetzt reicht es also für uns. Es ist nämlich schon kurz vor 11, relativ spät schon. Und wir wollen morgen ja noch etwas Besonderes feiern, denn ich habe morgen Geburtstag. Guten Morgen, ich bin noch ein bisschen zersaust. Wir haben etwas länger geschlafen, es ist noch eine andere Zeit hier. Tatsächlich ist Bali eine Stunde voraus zu Jakarta und gleich 6 Stunden zu Deutschland. Ja, jetzt könnt ihr sehen, wie traumhaft es hier ist. Gestern war es ja noch dunkel. Blauer Himmel, blaues Wasser und der Riesenpool. Wir gehen jetzt schnell frühstücken und danach Sport machen. Und dann gucken wir, was der Tag heute so bringt. Da habt ihr es wahrscheinlich gerade gesehen. Jetzt sind wir vom Gym wiedergekommen. Waren fast 2 Stunden da drin, haben da uns abgestrampelt, das muss ja sein, wir essen ja relativ viel, wenn wir unterwegs sind, also muss auch alles wieder runter. Und dann müssen wir die Zeit gleich nutzen, noch ein paar Fotos in diesem Raum zu machen, denn nur jetzt ist er noch so schön sauber. Ist ja normal, wenn man hier drin lebt, da und da hingeht und da was liegen lässt, dann ist es oft schnell unordentlich und sie sind nicht die ordentlichsten. Doch, ich schon, er nicht. Na ja, ich genau. Schon. Gut, wir sind aber schon durch. Wir sind richtig gut heute. Also wir haben schon viel geschafft. Und mal gucken, jetzt gehen wir noch ein bisschen auf dem Gelände hin und her, denn das ist so riesig. Wir haben uns morgen schon fast verlaufen auf dem Weg zum Gym. Das war ziemlich weitläufig. Ja, gut. Also zeigen wir euch gleich. Von der einen Ecke, wir sind nämlich an der ganz rechten Ecke des Resorts, nämlich der Ocean View Suite, in die ganz andere Ecke, nämlich in die linke Ecke laufen, denn dort sind die sogenannten Konrad Suites und dort ist auch die Executive Lounge untergebracht.
Ja, nicht ja. Umsonst habe ich schon 1200 Kalorien durch diese ganze Lauferei. Okay, Sport war auch dabei. Falsch. Das ist echt schlimm hier, man kann sich ja verlaufen. Bitte, da sind die Schilder da, wenn du nicht guckst. Ja, ich habe ja in die Kamera geguckt. Ja, ja. Da oben. Da oben müssen wir jetzt hin. Und das ist hier der sogenannte Diamond Pool. Es gibt verschiedene Pools hier. Dort sind, darf ich eigentlich gar nicht so sagen, aber keine Kinder unter 12 erlaubt. Das ist hier die Lounge im Conrad Bali. Wir werden jetzt aber nicht so viel essen, aber wir haben ein Dinner heute Abend am Strand. Ein sehr leckeres Dinner direkt zum Sonnenuntergang. Die Sonne geht gleich unter. Wir essen jetzt hier nur eine Kleinigkeit bzw. nur diese Chips und können uns hier Getränke bestellen und noch den Abend ausklingen lassen, würden wir dieses Dinner nicht haben. Und warum? Weil wir Diamond sind bei Hilton Horners, haben wir Zugang immer, was, egal welches Zimmer wir gebucht haben, zu der Executive Lounge. Lohnt sich besonders im Conrad, besonders hier auf Bali. Das ist wirklich ein High Class. Und im Übrigen haben wir für die 3 Wochen, die wir jetzt hier sein werden, keinen Euro bezahlt. Keinen einzigen. Wie das funktioniert, da haben wir nochmal ein Video drüber gemacht oder planen es zumindest, wenn es schon online ist, drückt auf das i, wie das funktioniert. Ist so ist es wahrscheinlich schon zu dunkel zum Filmen, aber wir sind auf dem Weg zum Strand. Da sind so kleine Pavillons, könnt ihr hinter uns sehen. Und da kann man liegen und den Tag genießen. Und für uns wurde der heute präpariert zum Essen. Thank you. Auf deinen Geburtstag. Happy Birthday. Ja, zu dem. Happy Birthday to you. Ach cool. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Thank you so much. Happy Birthday. And my apologies, the candle cannot. Okay. Mein Geburtstag. Ja. Ich habe ja nie Geburtstag, weil ich werde nur alle 3 Jahre ein Jahr älter. Er ist noch unter 20. Genau. Und du hast den Cheesecake. Du hast mein Essen. Nice talk. Only happy birthday, happy birthday. Ja, ja. Sorry. Ich bin mega voll, es war ein toller Geburtstagsabend. Wir haben mega gut gegessen, oder? Und eine tolle Location. Ich glaube, jetzt war es auch langsam. Es war ein langer, langer, langer Vlog. Ja, ich habe es immer noch dran. War ja ein toller Abend. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, uns zu begleiten von Jakarta mit Batik Air in der A320. War ein tolles Erlebnis. Jetzt sind wir hier angekommen, hatten einen tollen Tag, haben ein bisschen gearbeitet, aber auch viel erlebt. Einen richtig, richtig tollen Empfang, oder? Ja, also und vor allem, die sind so freundlich hier, genau wie auch in Jakarta. Also, das ist auch nicht aufgesetzt, das ist wirklich Freundlichkeit sondersgleichen. Also Indonesien, beeindruckend, muss man sagen. Finde ich auch. Noch ein leckeres Essen jetzt gehabt und ich denke, jetzt reicht's auch. Wir werden noch bestimmt noch ein paar mehr Videos hier machen, denn wir sind längere Zeit hier. Wir freuen uns mega drauf. Wir wollen auch ein bisschen Urlaub machen. Ne? Es ist ja letztendlich nur zum Arbeiten da. Aber Ankunft ist immer so ein bisschen Hektik und Arbeit, aber dann hoffentlich auch mal ein bisschen weniger. Wir sehen uns hoffentlich bei den nächsten Videos, nächsten Vlogs und Flight Reports, Trip Reports. Wir haben so viele Travel Hacks, werden wir hier auch noch drehen. Ich habe noch eine Menge Ideen, die mir so im Kopf schwören, die wir noch
verwirklichen wollen. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei einem von diesen vielen Videos wieder. Tschüss! Thank you.